So, ohne große Umschweife starten wir jetzt die SSV 4 in Twin Peaks. Ja, aber ein was darf man nicht vergessen, und zwar die Grüße. Ganz sicher. Ganz wichtig, die Grüße. Darf ich nicht mehr vergessen, weil in der letzten SSV habe ich es vergessen und da waren einige sehr, sehr böse auf mich. Ja, tut mir leid. So, und zwar grüßen wir jetzt den Prolos LP. Ganz, ganz liebe Grüße an dich und an den Mischka. Mischka, ganz, ganz liebe Grüße auch an dich. Und jetzt aktivieren wir das Alles ganze klar. Ding. Schildleistung steigt. 8 Sekunden. Es ist im Osten. Jo, ich freue mich. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Osten vor. Ist es der Osten oder ist es der unten der Osten? Ne, es ist der Osten. Gut, okay. Ach, da fallen schon wieder die ersten Wände. Ja. Ein paar kommen durch. Will schießen können wir ja trotzdem. Enable Monster. Team, Bewegung! Schweber! Welches Team? Oh Gott. Lobber. Ich liebe sie. Warum laufen die nicht einfach da durch? Spinnen die oder was? Hau ab. Ja! Moment. Haben sie den Loot endlich angepasst? Lass das. Oh oh. 88er. Och, die kriegt man ja locker, also. Da können wir uns jetzt unten reinstellen, da würde nicht passieren. Sollte die Betten nehmen wir mit. Aber das nicht. Braucht kein Schwein. Was? Ui, hau ab. Ach, ich liebe sie. Zack. Ja, notfalls haben wir ja noch unsere Bazooka. Moment, sieht ganz gut aus. Ja, da fliegt wieder Komet rein. Ach, die Lavabombe ist eine Lavabombe, kein Komet. Ich vergesse das immer wieder, dass es keine Komet ist, sondern eine Lavabombe. Aber ich habe noch keinen Vulkan gesehen. Na gut. Ist ja auch egal. Ja, im Moment sieht es ganz gut aus. Im Moment kommt nicht viel durch. Gut, es sind 88er Höhlen, aber sie kommen für ihr Level ganz schön weit. Das muss ich schon mal dazu sagen. Das gefällt mir gar nicht. Am Moment sind die Lopper doch nicht so schlimm. Es waren zwei Einschläge. Ansonsten ging's. Reparieren können wir ja nicht, weil... Au! Die müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, da kommt doch schon wieder so ein Ding. Lass das. Noch eine. Ja, zack. Oh, die schlägt ein. Ah, wohin schlägt die denn ein? Ah, da hat die aber ganz schön getrunken, muss ich mal sagen. Also das war echt... Da liegt er. Ich wollte schon sagen. Hallo? Oh, na, da muss ich nachladen. Mann, du! Ey! Unmöglich. Ja, 37 Sekunden noch. Ah, da ist doch schon wieder so einer. Hau ab! Du bist abhauen! Ja, unsere Fallen sind stark genug, aber ich vermute mal, dass wir unsere Fallen noch auf 130 ziehen müssen. Hm, aber nehmen wir uns so kriegen wir ohne Ende. Uiuiuiui. Da sind schon einige gefallen wieder. Sieht doch bis jetzt nicht schlecht aus. Sieht doch bis jetzt nicht schlecht aus. 11 Sekunden noch, dann haben wir die erste erledigt. Ja. So, Sound ist in Ordnung. Muss ab und zu mal gucken, weil es in letzter Zeit ein paar Probleme gab mit Kamera, Synchronität und... Die Lage hat sich beruhigt. Hey. Eine weitere Welle kommt bald. Von B. Also von B, also vom Westen. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Bin schon mal gespannt, ob es funktioniert. Gut, noch 10 Sekunden und von dort kommen sie. Da hätten wir sogar noch weiterbauen können. Rein theoretisch. Ich hoffe, die laufen da nicht. Ist egal. Sollten sie ja nie weiter hochkommen. Ich hoffe, dass die Verbindung da hält. Ich hoffe, es sind keine Lopper dabei, aber schon gut immer, die sind immer dabei. Und natürlich haben wir wieder die Werfer dabei. Na klar. Warum auch nicht? Diese Mistviecher. Was? So, jetzt bin ich gespannt. Und der erste läuft da hoch. Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Ja. Ja gut, wir haben 106er Fallen hier oben drin. Meint ihr, ich kann nur Granaten werfen, weil ich sehe keine Fasshöhlen. Daher. Aber der Werfer gefällt mir absolut nicht. Da müssen wir uns einfallen lassen. Da können wir vielleicht noch Decken drüber machen, um das Ganze noch zu beheben. Nur fliegen ist schöner, sagt er sich bestimmt gerade. Sie hat natürlich hier oben drauf gelandet. Ach, ernsthaft? Kannst du das mal sein lassen? Oh, Metall. Schön.
Jo, also die Werfer sind echt ein Problem. Granate in der Luft. Aber ansonsten... Also sie kommt ziemlich nah ran, ne? Also wenn die 100 sind, wird es natürlich interessant. Aber gut, wir haben dann noch den Verstärker, den wir nicht umsetzen können. Ich bin mal gespannt. Aue! Ach, und Klopper. Ich liebe sie. Nicht. Nein. Nein? Lass das. Wenn wir die mal ein bisschen ärgern hier, die zwei. Gut. Drei waren sogar. Halleluja. Tschüssi. Im Moment geht's noch. Die Gefahr sind wirklich Schlopper und Werfer gerade, die hinter meine Verteidigung fliegen können, aber ansonsten. Sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Jo. Im Moment sieht's ganz gut aus. Fallen lösen noch alle aus bis jetzt. Ja, Fallen haben auch bis jetzt alles ausgelöst. Der gefällt mir da unten. Und sie nehmen wirklich nur. Oh oh, da ist eine Fasshülle. Also nicht mehr schießen. Hier kommen sie gar nicht erst durch. Das finde ich gut. Weil hier haben wir ja alles zugebunkert. Ach, da haben wir ja noch einen Verstärker. Na, hallo? Bist du hin? Bist du hin? Solange sie hier die Fasshüllen hier hochwerfen, ist mir alles egal. Aber die dürfen mich natürlich auch nicht fokussen, sonst macht's hier Bums und das war's. Guck dir den Frechdachs an, wo der hinläuft. Hau ab. Ziel ist ja immer noch der Verstärker, ne? Also die meisten fokussieren aber mich, zumindest die normalen Hüllen fokussieren mich, die Fasshüllen würden mich fokussieren. Tschüss, mach's gut. Ey. Au, au, au. Die Lage hat sich beruhigt. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Und woher? Bereite dich auf einen Angriff aus dem Osten vor. Aus dem Osten wieder. Aber diesmal von einer anderen Position, ne? Ja, bei A. Ui. Hier hat mein letztes Mal Glück, hier ist nichts passiert. Also nicht gekommen. Aber diesmal sieht's anders aus. Na gut, wir schauen mal. Wir sind hier vorbereitet. Also. Ich hoffe, das reicht. 5, 4, 3, 2, 1. 3 von 4. Los geht's. Ja, genau. Erstmal gucken. Lava-Bombe einschlagen. Finde ich gut so. Ein paar Granaten hinterher werfen, dass wir noch ein bisschen Schaden bekommen. Jo. Oh Gott, zumal mal. Zumal mal, der kommt sehr, sehr weit, das weiß ich. Weil die haben ja so unnötig viel HP. Warte nur. Und eine Granate. Ach komm, da können wir eine Drohne raushauen. Weit kommt er? Ja, bis zur Hälfte ungefähr. Bis zur Hälfte. Dann noch einer. Noch einer. Also für eine Zähne wird das nicht reichen. Definitiv nicht. Das können wir als. Oh, Fallsricke! Oh, Shane! Ah, cool. Wir haben jetzt sogar die richtige Waffe ausgewählt dafür. Ja. Gegen Naturhöhlen nimmt man am besten Feuer. Hm. Zack, alle weg. Campus eliminiert. Ach, guck ihn an. Noch ein Campus eliminiert. Also, zack, weg. Oh, da haben wir 5 Campus eliminiert in der SSV. Ja, so kann man die natürlich auch sammeln. Schade, dass das nie am Gro geht, also nie am Stück. Schade auch. Schade, schade. Also, der kommen, also die großen, dicken kommen ein bisschen vor. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ballung. Geh hoch. Und da sind wieder Fässer. Fässer. Hat sich beruhigt. Gefährlich. Eine weitere so, und jetzt von C. Bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Jupp. Und wir sind nicht vorbereitet dafür. Wir sind absolut nicht vorbereitet auf der Position. Aber na gut. Die kommen von Süden, also von da und dort, oder? Und von da unten kommen sie auch. Hm. Na dann, machen wir hier. Schnell mal, also es ist ziemlich weit weg, ne? Muss ich mal sagen. Na bloß gut, dass wir noch welche einstecken haben. Aha! Zack, 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 zack.
Noch 2 Sekunden. Auf jeden Fall haben wir genug Schaden von oben, denke ich mal. Das sollte erstmal reichen auf der Position. Notfalls haben wir noch die Bazooka, die das regelt, ne? Also das ist die ähnliche Waffe, wo ich mich drauf verlassen kann. Damit kriege ich sie alle. Alle! Abtreten! Na Freunde, wie schmeckt's? Ich fasse? Nö. Oh, da oben habe ich was vergessen. Ups. Ups. Das dürfen wir nicht vergessen hier. Der wieder. Da ist ein großer. Noch ein Campus. Bleibe hier unten. Ich sag's dir. Wenn du irgendwas versuchst, dann. Tschüss. Tschüss. Pass auf. Also der Einschlagswerk ist hoch genug, aber warum laufen die nicht weiter? Wir wollen den Weg nehmen, ne? Na gut, das können wir ja aussitzen. Wir haben ja den Verstärker, der das Ganze hier dann erweitert. Damit können wir ja hier auch dann bauen, endlich. Ja, ein Trönchen für euch. Ja, bloß gut, dass bloß Giftgaslopper sind. Aha. Aha. Lass das ganz. Also das waren doch zu viele Felder. Hm, gefällt mir gar nicht. Was hast du hier vor? Wo nimmst du denn die? Hier ist doch viel mehr Platz. Achso, weil hier, ne, der braucht ja mehr. Der braucht ja mehr Felder zum Durchlöfen. Ja. Nein. Na gut. Ich finde so cool, dass die Lopper als Weihnachtsfrauen verkleidet sind. Finde ich cool gemacht. Da kommt doch schon wieder einer. Ja, das sind die einzigsten, die Probleme machen. Ansonsten ist es relativ safe, würde ich mal sagen. Aber gut, das hätten wir uns sparen können, wie es aussieht. Ich weiß ja nicht, ob sie noch da hinten spawnen können, das weiß ich eben nicht. Aber da hinten ist ja noch ein Verstärker. Rein theoretisch sollten sie da nicht spawnen können. Aber das werden wir alles sehen in den nächsten SSVs. Wir haben ja noch ein paar vor uns, ne? 6 Stück an der Zahl dann insgesamt. Da kommt wieder ein Campus. Diesmal nimmt ihr den direkten Weg, nimmt den langen Weg. Okay. Hier hängt wieder einer fest. Ah. Freundchen. Warte, ich bin schon da. Ich bin schon für dich da. So. Oh, tut mir leid. Darfst du jetzt nicht mehr spielen? Kann ich nicht. Das gefällt mir aber gar nicht, dass er hier durch will. Ehrlich? Auch wenn er die Wand dazu hackt, kommt er ja trotzdem da nicht hoch, oder? Naja, gut. Man kann da machen, was man will. So, der versucht natürlich hier wieder die Wand kaputt zu machen, das blöde Ding da, dieser Kantus, Campus. Oh, Zermalmer! Der blöde wegen dem Weihnachtsevent jetzt das Special immer noch. Obwohl wir schon neue haben, ist es immer noch das Special. Lass das! Nein. Guck mal hier! Ich kann auch was zurückwerfen. Das Schöne ist bei den Granaten, so durch den Einheitenbonus habe ich, dass die Leidenschaden dadurch noch bekommen. Oh Gott, hat die Wand geschafft. Sehr gut. Er hat die Wand geschafft. Machen wir halt die neue Wand hin, mir doch egal. Haben wir noch eine? Ja, haben wir noch. Sorry, ich muss mal kurz durch, ich bin Arzt. So, wieder upgraden hier. Das, nee, das ist wieder ganz normale. Nehme ich trotzdem mit. Aber den Müll brauche ich da nicht. Hm. Oh, 300 Wasserhüllen haben wir auch erledigt. Sehr gut. Sehr gut. Noch eine Minute. Und der hängt wieder hier fest. Ja, die lösen auch aus. Sehr gut. Finde ich klasse. Finde ich gut. Im Moment funktioniert es ganz gut. Einzige Schwachstelle ist gerade da. Aber gut, irgendwas ist hier immer. Ich muss nachladen. Warte kurz. Oh, oder so. So machen wir das. Dann was reicht nicht. Also. Dann wird er weggekickt. Nee. Der wird am Gas aufgehalten. Oder an dem Gas aufgehalten. Das ist egal. Ihr wisst, wie ich es meine. Und du. Okay. Granate. Ziemlich viele hier, ne? Ja. Wir dürfen nicht vergessen, in höheren SSV wird es deutlich schwerer werden, ne? Also im Müll werden ja mindestens Level 100. Und wenn die jetzt schon so weit kommen, dann würde ich nicht wissen, wie es dann wird.
Ja gut, wir haben aber noch die Möglichkeit, dort weiter zu... Weiterzubauen, von daher. Du hast es geschafft! Ja, war auch doch relativ einfach. Also das liegt natürlich daran, dass wir diese starken Fallen haben. Ja. Hammer. Die SSV4 in Twin Peaks eigentlich ohne großartige Probleme geschafft. Ein paar Werfer, ein paar Lopper, die mich gestört haben, aber die, ich denke ich mal, kriegt man auch noch ausgeschaltet. Ja, die Lavabomben sind das Problem gewesen, die wirklich mehr Felder zerschlagen, als ich halt gedacht habe, weil in der letzten SSV war es ja so, dass es maximal 4 ist, auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und natürlich wurde sich gewünscht, dass ich ein Video dazu mache, die Schäden analysiere. Das können wir gerne machen, wenn das gewünscht wird, auf jeden Fall. Werde ich es mit einbeziehen, denke ich, weil einige von euch interessiert das. Bei mir in der nächsten SSV sind, also SSV 5, machen wir vorher ein Schadensmodellbeobachtung von der letzten SSV 4. Jo, so sieht's aus. Ja, und wir haben natürlich wieder ein paar Sachen bekommen, weil wir das Maximallevel wieder beschritten haben. Haha. Ungewöhnliche Vorzeigsfix erhalten, scheint ja gerade, ne? So, bin gespannt, welche. Jawohl, die größte natürlich von allen. Find ich geil. Ja, ab nach Hause. Wow, so viele Belohnungen mit Emma. Halleluja. Und hier da, Hendato wünscht mir viel Glück bei der SSV. Vielen lieben Dank. Ja, schauen wir nochmal rein, was uns jetzt alles beschert wird. Weihnachten ist zwar vorbei, aber ist egal. Ah, Naturgewalten, das kennen wir ja schon. So, was haben wir hier? Ja. Oh, 250 Tickets. Ja, schön, die nehme ich. Nehme ich? Die nehme ich auch. Oh, da kommen wir wieder Mini-Lamas, sag ich schon. Diese Winterlamas öffnen. Und 100 Mi-Bucks. Ja, schön. Und, ja. Einige Sachen, die gefallen mir sehr gut. Oh, und nochmal, jetzt haben wir schon 750, oder? Ja, da hängen wir da hinten dran noch ein paar Lamas. Oder? Hubschlauber-Slot 3 freigeschaltet. Sehr schön. Was haben wir hier? 5 Sterne Weiterentwicklung. Hatten wir das nicht schon? Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht, ne? Weil Maximallevel sind. Ja. Ist egal. Ist egal. So, gucken wir doch schnell mal hier rein. Da können wir rein theoretisch jetzt ein paar öffnen, oder? Da müssen wir erstmal die Ressourcen gucken. Was haben wir? Wie viel haben wir denn? Wir haben 957. Und darum rennten wir rein. Theoretisch ja 2 öffnen. Ne, 1 plus. Na, dann machen wir 1 öffnen. Was soll's? Zum Schluss. Jo, auf Englisch wieder. Jo. Schade, dass sie das nicht noch überarbeitet haben. Und das haben wir alles schon. Haben wir auch schon eingeklebt, weil jetzt im Moment ist das Skizzen, die Skizzen drinne zum Einkleben. Also, was soll man hier großartig nehmen? Wir haben ja schon alles. Das Einzige, was uns interessieren könnte, wären neue Waffen, aber wir haben ja mittlerweile alle Waffen, die es gibt. Also fast alle. Es gibt ein paar Waffen aus dem Räuber-Event, wo die wir nicht haben, aber ansonsten... Ja, das war's aber auch schon. Ja, ihr Lieben, das war's zu SSV4. Haben wir die auch hinter uns gebracht? Die nächste sehen wir dann, wenn wir wieder ein paar Brutal-Stories abgeschlossen haben. Ihr wisst ja, die Story geht natürlich weiter. Wir haben noch ein paar, wir haben einiges. Wir haben noch 10 Seiten vor uns. Na gut, sagen wir 9. Die ist ja fast abgeschlossen. Wir haben noch einiges vor uns, was wir tun müssen. Und ja, ich würde sagen, nach der nächsten Seite, würde ich sagen. Also nach der, nee, die haben wir jetzt gemacht. Nach der Seite machen wir die nächste SSV, weil hier wäre erst SSV 4 dran gewesen. Aber ich habe es diesmal vorgezogen, weil es gewünscht wurde oder ist. Egal, ihr wisst, wie ich es meine. Auf jeden Fall sehen wir uns nächste Folge wieder mit einer neuen Story im Portal. Und zwar unterschiedliche Lügen, wo wir die Klopper aus dem Dixie-Klo retten müssen. War das nicht so? Ja, Plumpsklos. Plumpsklos durchsuchen. Alles klar. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao.